gemacht, Frau Queen. Das Kleid ist fertig. Sie können es jederzeit abholen. Bringen. Jetzt. Ja, Moment, ich will sehen, ob ich jemand finde. Unser Fahrer ist nämlich unterwegs. Emily, könnten Sie ein Kleid liefern? Frau Queen ist im Apparat, ob sie es in einer halben Stunde haben kann. Ich kann nicht. Madison kommt wegen der Mundschau. Ich finde schon jemanden, Frau Queen. Spätestens in einer halben Stunde ist jemand bei Ihnen. Ja, danke. Kann sie denn nicht selbst verkaufen? Ja, anscheinend nicht. Muss eben einen von den Näherinnen das Paket liefern. Frau Leibel? Frau Leibel? Ja? Sie müssen mal schnell zu einer Kundin fahren, was abgeben. Ja, aber ich muss doch das hier erst fertig machen, Frau. Das hat Zeit. Nehmen Sie ein Taxi, dann sind Sie in 20 Minuten zurück. Frau Queen, ich bringe die Änderung. Stellen Sie das Paket vor die Tür. Jawohl. Ja. Und jetzt verschwinden Sie. Jawohl. Ich könnte noch etwas ändern, wenn es nötig ist. Sie sollen verschwinden! So, jetzt nehme ich das Kleid wieder mit. Jemand um Hilfe. Bei Frau Queen. Hallo? Hallo, was ist hier los, Frau Queen? Da passiert was. Ruf die Polizei. Soll ich die Polizei rufen, Frau Queen? Schnell, ich sag dir, da passiert was. Ja? Wo ist das? In Bogenhausen. Da geben Sie doch die Adresse. Winzenaustraße 98, 12. Stock. Ich verstehe nicht. Ja, sprechen Sie langsamer, bitte. Winzenaustraße 98, ja? 2. Stock, bei Queen. Richtig. Die Tür ist auf. Wer sind Sie denn? Was war hier los? Hey, ich hab die Polizei alarmiert. Wo ist denn Frau Queen?
Mörder zog sie also mit einem Ruck in die Wohnung hinein, ja? Ich konnte mich nicht wehren. Er hat mir die Hände um den Hals gelegt, ich habe geschrien. Ihr Glück, das haben wir nämlich gehört. Ich wusste plötzlich, der will mich umbringen. Also irgendwie war mir klar, da geht's um Leben und Tod. Er hat mir die Hände um den Hals gelegt, zugedrückt, ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich habe an seinen Händen gezerrt, ich habe getreten, ich habe geschlagen, ich... Ja, aber ich... Ein schwerer Schock. Wohl auch kein Wunder. Was der Frau, während sie vorläufig kein vernünftiges Wort herausbringen. Die braucht Ruhe. Doktor, sie hat den Mörder gesehen. Wir bräuchten dringend eine Beschreibung von ihm. Ja, sie muss ihren Schock loswerden. Ja. Sie können ihr jetzt keine Fragen stellen. Ich verstehe das alles. Aber sie ist die Einzige, die den Mörder gesehen hat. Ich muss sie befragen, auch gegen ihren ärztlichen Rat. Das geht auf Ihre Verantwortung. Ich bin auch verantwortlich dafür, dass der Mörder gefasst wird. 2 Minuten, ja? Gut, 2 Minuten, aber nicht mehr. Gut, ja. Die arme Frau ist ja ganz verstört. Sie auch, bitte. Frau Leube, Sie haben doch den Mörder gesehen. Sie müssen uns helfen. Ich brauche eine genaue Beschreibung. Ja, natürlich. Er war etwa 100. Ich kann mich nicht erinnern. Aber Sie haben ihn doch gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Er zog Sie in die Wohnung. Er stand direkt vor Ihnen. Ja. Ich habe gedacht, dieses Gesicht vergesse ich nie mehr. Es vergessen. Vergessen nicht. Ich weiß nicht, ich... Herr Derrick. Ja, es ist schon gut. Quälen Sie sich nicht. Überlegen Sie in aller Ruhe, ja? Herr Derrick, es ist jemand gekommen für Frau Queen, eine Freundin. Ja. Guten Tag, Sie sind eine Freundin von Frau Queen? Ja, guten Tag. Mein Name ist Schenk, Johanna Schenk. Ich bin mit Frau Queen befreundet, sehr gut befreundet. Was ist hier passiert? Sie ist erwürgt worden. Kommen Sie, gehen wir da hinein. Sieht nicht sehr schön aus hier. Der Täter hat alles durchsucht. Sie sehen es ja. Schränke, Schreibtisch. Wissen Sie vielleicht, wonach er gesucht haben könnte? Sie besaß Schmuck. Sehr wertvollen Schmuck. Den hatte sie hier in der Wohnung? Ja, aus einem besonderen Grund. Sie ist gerade geschieden. Sie hat die Wohnung gewechselt und auch die Bank. Mhm. Sie hatte bisher ein gemeinsames Schließfach mit ihrem Mann. Wir haben erst gestern noch darüber gesprochen, dass sie den Schmuck unbedingt wieder zur Bank bringen müsste. Naja, wir haben eine offene Kassette gefunden, Herr Berger. Ja, das ist sie. Darin hat sie ihren Schmuck aufbewahrt. Wissen Sie, wie viel er wert war? Nicht genau, aber war ein Vermögen wert. Mhm. Danke. Nun, es gibt keine Anzeichen für einen Einbruch. Frau Queen muss den Täter selbst da reingelassen haben, also hat sie ihn möglicherweise gekannt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Sie sagten, Frau Queen ist kürzlich geschieden worden. Ja, vor einem Monat. Kennen Sie auch Ihren geschiedenen Mann? Ja, natürlich. Ich bin im Haus aus und eingegangen. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer sich für den Inhalt der Kassette interessiert haben könnte? Nein. Frau Queen hat den Schmuck oft getragen auf Gesellschaften. Dass sie so einen wertvollen Schmuck besitzt, das wissen viele Leute. Mhm. Wissen Sie vielleicht, aus welchen Gründen die Ehe gescheitert ist? Dazu möchte ich nichts sagen. Ich war mit beiden befreundet, wissen Sie. Ihre Charaktere waren zu verschieden. Frau Queen war lebenslustiger. Er würde vielleicht sagen, leichtsinniger. Mhm. Sie passten nicht zusammen. Gut. Herr Berger,
Ja? Geben Sie meinem Kollegen bitte Ihre Adresse, vielleicht auch Ihre Telefonnummer. Ja. Und vielen Dank. Schreibt die Adresse auf. Nichts zu machen, Stefan. Die Frau kann sich absolut nicht erinnern, obwohl sie sich quält. Hab keine Sorge. Erfahrungsgemäß kommt die Erinnerung wieder. Vielleicht schon in einer halben Stunde, vielleicht aber auch erst in ein paar Tagen. Vielleicht nie. Könnte auch sein, aber das ist unwahrscheinlich. Wiedersehen. Danke, Doktor. Wiedersehen, Doktor. Könnte ich Sie noch mal sprechen, bitte? Ja, bitte. Ich höre eben, dass eine Angestellte aus dem Modesalon Haupt in den Fall verwickelt sein soll. Ja. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Nun, sie hatte ein Kleid abzugeben und ist dabei von dem Täter überfallen worden. Ach. Kann die Frau keine Beschreibung geben? Ich meine, wenn sie eine Beschreibung geben kann, dann kann ich Ihnen vielleicht helfen. Sie sagten doch selbst, dass Frau Queen den Täter möglicherweise gekannt hat. Ja. Nun, Ihre Bekannten sind auch meine Bekannten. Ja, ich danke Ihnen. Ich komme sicher darauf zurück. Kann die Frau denn gar keine Beschreibung geben? Ich sagte schon, ich komme darauf zurück. Vielen Dank. Was ist mit dir? Später. Gehe mal nach. Vielleicht wartet unten jemand auf Sie. Was passiert nun mit der armen Frau? Kommen Sie. Kommen Sie. Weißt du, dass ich ihn gesehen habe, ganz deutlich vor mir gesehen habe? Ja, ich weiß. Schauen Sie, es kommt vor, dass man vor Schrecken ein paar Sekunden verliert. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Ich müsste ihn doch beschreiben können. Das können Sie auch, nur denken Sie jetzt nicht weiter darüber nach. Ich fahre Sie erst mal nach Hause. Nach Hause? Stefan? Ja, Moment noch, bitte. Wagen hat auf Sie gewartet. Mann saß am Steuer. Die fuhren gerade ab, als ich runterkam. Hast du die Nummer des Wagens? Ja. Was sagt die Frau, wer sie ist? Johanna Schenk. Ist eine Freundin von Frau Queen. Und eine Freundin ihres geschiedenen Mannes. Marschier mal halt in die Richtung. Ich bin verloren raus. Sind Sie verheiratet, verloren? Ja. Haben Sie Kinder? Nein. Was macht Ihr Mann? Seine Firma hat gerade pleite gemacht, aber er hat schon etwas anderes in Aussicht. Also ist er zu Hause? Ja. Es wäre vielleicht besser, wenn Sie in den nächsten Tagen nicht ins Geschäft gehen. Sie sollten erst mal zur Ruhe kommen, Ihren Schrecken auskurieren. Aber ich kann doch nicht einfach aus dem Geschäft wegbleiben. Ich erkläre das schon Ihrer Chefin. Ich werde ganz einfach sagen, dass es notwendig ist. Wieso notwendig? Mein Mann muss da sein, der Schlüssel steckt. Er hört manchmal schwer. Georg, ich bin's. Bitte machst du mal auf. Ach, du bist es. Ich bin heute früher dran. Guten Tag. Siehe. Entschuldigen Sie, mein Mann hat heute Geld bekommen. Ist was passiert? Ja, Herr Leubel, es ist etwas passiert. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nein, danke. Hören Sie, Herr Leubel, ich habe etwas mit Ihnen zu besprechen. Ist er Alkoholiker? Er trinkt jeden Tag, wenn er Geld hat. Du, Georg, du! Ich bin heute beinahe umgebracht worden. Da sieh dir das an. Man hat mir die Hände um den Hals gelegt. Siehst du die Flecken, die ich da habe? Wieso denn? Der Herr ist Polizist. Ich bin von der Polizei nach Hause gebracht worden. Polizei? Lassen Sie ihn, er versteht es ja doch nicht.
Leg dich ins Bett, leg dich ins Bett und schlaf deinen Rausch aus. Sie kann nicht hierbleiben, Frau Weibel. Es geht nicht. Vielleicht können Sie ein paar Tage woanders wohnen. Haben Sie Verwandte? Eine Tante. Sie wohnt nicht weit von hier. Ich soll nicht zu Hause wohnen? Ich bin ja schon unterwegs. Wer hat es denn da so eilig? Wer ist da? Ich bin es, Anneliese. Was willst du denn? Können wir reinkommen, Tante Luise? Der Herr ist von der Polizei. Polizei? Guten Tag, Frau Kunz. Ja, was hast du denn mit der Polizei zu tun? Ich werde es Ihnen gleich erklären. So, hier ist die Adresse, steht alles drauf. Leubel. Ja. Und das hier? Brauche ich das auch? Ja, hoffentlich nicht. Du kannst dich nicht erinnern? Wieso nicht? Also ich würde so ein Gesicht mein Leben lang nicht vergessen. Eine verrückte Geschichte. Ja, kann Ihre Nichte hier bleiben für ein paar Tage? Aber solange sie will, hier passiert ja nichts, das schwöre ich Ihnen. Ich habe schon mal jemanden in die Flucht getrieben, mit dem da. Sei ganz unbesorgt, hier passiert dir nichts. Davon können Sie überzeugt sein. Das bin ich. Jemand sein? Ja, das wird für mich sein. Ich habe jemanden herbestellt. Guten Tag, Herr Derek. Hier bin ich. Das ist ja fein. Kommen Sie mal rein. So, das ist Frau Scheuer, eine Kollegin von mir. Polizistin sind Sie? Na, das ist auch ein Beruf, den es früher nicht gab. Tagelang passiert hier gar nichts und plötzlich steht die Tür nicht mehr still. Aber mir gefällt's. Kommen Sie. Obwohl meine Nichte ihren Schutz nicht nötig hätte. Ich glaube, sie ist da gut aufgehoben. Und die Erinnerung? Weg. Einfach weg. Wir können nur warten. Ist der Ehemann der Toten schon verständigt worden? Telefonisch, ja. Herr Queen ist Geschäftsführer einer Firma, die seiner Frau gehört. Die seiner Frau gehört? Von der er seit 4 Wochen geschieden ist. Das setzt deine Fantasie in Gang. Hm? Allerdings. Guten Tag, wir möchten gerne Herrn Queen sprechen, bitte. Die Herren von der Polizei? Ja. Endlich. Sagen Sie mal, was muten Sie mir eigentlich zu, hier zu warten? Die ganze Zeit nichts anderes tun zu können, als hier zu warten. Aber was sollen Sie machen wollen? Dazu, ihr geht in Ihre Wohnung, mich an Ort und Stelle vergewissern, was eigentlich passiert ist. Ich weiß ja gar nichts. Ich habe nur ein Telefongespräch entgegengenommen mit der Mitteilung, Ihre Frau ist ermordet worden und dass ich hier auf die Beamten von der Polizei warten soll. Bitte. Danke. Ich bin übrigens nicht ganz ohne Informationen. Frau Schenk hat mich nämlich angerufen. Frau Schenk? Ja. Sie ist eine gute Freundin meiner Frau. Sie hatten sich verabredet und so geriet sie, wie sie mir sagte, in diese ganze Aufregung hinein. Eine Freundin, sagen Sie? Ja. Eine sehr gute Freundin sogar. Auch von mir. Sie war eine Freundin der Familie. Sie wissen ja sicher, dass ich geschieden bin. Seit 4 Wochen, nicht wahr? Die Scheidung erfolgte, das muss ich hier betonen, im gegenseitigen Einvernehmen. Ohne Zorn, ohne Groll. Vernünftige Menschen, die Konsequenzen ziehen, meinte nichts. Und trotzdem sehen Sie mich erschüttert. Sie wissen, dass es da einen Zwischenfall gegeben hat. Zwischenfall? Was meinen Sie? Ach so, Sie meinen, dass der Täter beinahe entdeckt worden wäre. Ja, ja, richtig, da gab es eine Frau, die etwas abgeben wollte. Ja. Und die dann beinahe selber das Opfer des Mörders geworden wäre. Ja. Aber dann hat sie ja den Täter gesehen. Das hat sie. Na, dann werden Sie ihn ja sicher bald haben. Die Frau wird ja Hinweise geben können.
Ja, das denke ich auch. Herr Quinn, ich muss sich jetzt um Verständnis für eine Frage bitten, die ich Ihnen stellen muss. Wo waren Sie heute Vormittag gegen 10.30 Uhr? Ach so. Ich verstehe. Ich nehme Ihnen diese Frage nicht übel, natürlich nicht. Sie haben hier nur Ihre Pflicht zu tun. Aber sehen Sie mich doch mal an. Trifft denn die Beschreibung, die diese Frau gegeben hat, auf mich zu? Bitte beantworten Sie meine Frage. Ich war im Büro. Meine Sekretärin wird Ihnen bezeugen können, dass ich die ganze Zeit dort war und diktiert habe. Können wir den Namen und die Adresse Ihrer Sekretärin haben? Ja, jetzt werden Sie sich sicher sehr wundern. Es ist Frau Schenk. Frau Schenk. Ist Ihre Sekretärin? Ja, meine und die meiner Frau und zugleich eine gemeinsame Bekannte. Da besteht überhaupt gar kein Widerspruch, falls Sie einen solchen sehen sollen. Ja, aber dann wussten Sie doch wahrscheinlich, dass Sie Ihre Frau aufsuchen würde. Ja, natürlich. Ich habe ihr etwas diktiert, was meine Frau unterschreiben sollte, etwas Geschäftliches. Sie ist ja die Inhaberin der Firma. Mhm. Und Frau Schenk ging dann mit diesem Schriftstück dahin und geriet, wie gesagt, in diese ganze Geschichte hinein. Damit ist ja wohl die Frage beantwortet, wo ich zur Mordzeit war. Würden Sie sich für eine Gegenüberstellung zur Verfügung stellen? Ja, sofort. Was für ein Typ ist sie denn, diese Frau? Kann man sich davor schützen, dass sie nicht vielleicht doch Gespenster sind? Nein, davor kann man sich nicht schützen. Ah, davor kann man sich nicht schützen, ja. Frau Schenk sagte mir, dass Sie den Mörder unter den Bekannten meiner Frau vermuten. Nun, die Bekannten meiner Frau sind natürlich auch meine Bekannte. Sagen Sie mir Details. Ich werde sofort überlegen, wer in Frage kommen könnte. Oder kann diese Frau keine Angaben machen? Danke, Wiederschauen. Oder kann diese Frau keine Angaben machen? Ja. Die Frage scheint ihn sehr zu interessieren. Es interessiert ihn ungeheuer, was Frau Leubel ausgesagt hat. Guten Tag, Frau Schenk. Guten Tag. Sie wollten mich noch mal sprechen. Ja, wir haben noch ein paar Fragen. Herr Quinn ist im Augenblick nicht da. Wir können hier Platz nehmen. Danke. Ja, Frau Schenk, wir wussten gar nicht, dass Sie nicht nur die Freundin von Frau Quinn, sondern auch Ihre Sekretärin waren. Ja, ich bin hier angestellt. Sie war mit Frau Quinn verabredet, nicht wahr? Ich sollte ihr einen Schriftsatz bringen, eine geschäftliche Unterlage. Sie sollte eine Unterschrift leisten. Bitte, kann ich die Unterlage mal sehen? Wieso? Ja, um was handelt es sich da? Um eine Vollmacht. Herr Quinn braucht jetzt gewisse Vollmacht, nachdem er geschieden ist. Bitte zeigen Sie mir die Vollmacht. Die habe ich Herrn Quinn wieder zurückgegeben. Wie sind Sie denn zu Frau Quinn gefahren? Haben Sie ein Taxi genommen? Wieso? Ja, oder sind Sie zu Fuß gegangen? Nein, nein, ein Angestellter von uns hat mich hingebracht. Kann ich Ihnen mal sprechen? Ja, natürlich. Caro, kommst du bitte mal? Es wird gefragt, wer mich zu Frau Quinn gefahren hat. Na, ich, warum? Sind Sie Fahrer hier? Fahrer? Nein, nein, ich arbeite in der Verkaufsabteilung. Wie heißen Sie? Caro Brückner, das ist mein Stiefbruder. Ihr verdanke ich den Job hier. Ja, Sie haben also Ihre Schwester zu Frau Quinn gefahren. Ja, das haben Sie doch gehört. Ich habe unten gewartet. Sie kam runter, weiß wie die Wand. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als sie sagt, Frau Quinn ist ermordet worden. Schon raus, wer sie umgebracht hat? Nein, noch nicht. Es war nämlich eine ganz sympathische Dame. Das ist meine Meinung. Andere mögen eine andere Ansicht haben. Wer zum Beispiel? Na, Ihr Mann. Sonst hätte er sich doch nicht scheiden lassen. Ja, es leuchtet ein. Ja, danke. Ist keine Ursache. Ja, Frau Schenk, wenn Sie hier Sekretärin sind, dann haben Sie doch sicher einen Einblick in die geschäftliche Situation. Wem gehört die Firma? Ja, die Firma gehört... Sie gehörte Frau Quinn. Und wem gehört sie jetzt? Ich nehme an, Ihrem geschiedenen Mann. Also nehmen an, ja. Ach, Sie wollen sagen, dass die Besitzverhältnisse nach der Scheidung noch nicht geklärt worden sind. Das sollte wohl noch erfolgen. Und nun ist der Tod von Frau Quinn dazwischen gekommen.
Ich glaube, so ist das wohl. Aber Sie wissen es nicht ganz genau. Nein. Aber Sie wissen, dass ich ein Mordmotiv lege. Herr Queen, der sich durch einen Mord in den Besitz eines großen Vermögens bringt. Hören Sie, das ist... Also, wo war Herr Queen zur Mordzeit? Der Mord geschah gegen 10.30 Uhr. Ja, war hier im Büro, in seinem Zimmer, er saß am Schreibtisch. Er hat mir diese Vollmacht diktiert. Sie irren sich nicht, was die Zeit betrifft. Nein. Gibt es sonst noch einen Zeugen dafür, dass Herr Queen um 10:30 hier war? Ihr Stiefbruder vielleicht? Bitte lassen Sie mich ihn fragen. Herr Brückner? Ja, bitte? Wo war Herr Queen heute um 10:30? Jetzt verschlägt mir aber die Sprache. Wird danach gefragt? Beantworten Sie die Frage. Na, hier war er, hier im Büro. Die Zeit ist ganz sicher. Sagen wir so, ziemlich sicher. Wann wird man schon nach einem Alibi gefragt? Für mich ist es tatsächlich das erste Mal. Will ich das vielleicht beschwören müssen? Würden Sie es tun? Mir würde nichts anderes übrig bleiben. Eins ist für mich klar. Queen hat sich die Firma unter den Nagel gerissen, bevor sie im notariell genommen werden sollte. Ja, sieht so aus. Und Frau Schenk, Sekretärin und Freundin, hat da unter Umständen mitgemischt. Sie hier? Ja, wir hatten noch ein paar Fragen an Ihre Sekretärin. Die ich Ihnen nicht auch hätte beantworten können? Wir wollten nur prüfen, ob gewisse Angaben übereinstimmen. Und? Tun Sie es? Das müssen wir noch prüfen. Ich hätte erwartet, dass Sie mich über Ihren Besuch hier informieren. Um es klar zu sagen, ich finde Ihr Benehmen höchst eigenartig. Den Vorwurf hören wir oft. Guten Tag, Herr Queen. Fahr mal bei der Modetante vorbei. Ja, man hat mich angerufen und unterrichtet, dass Frau Queen ermordet worden ist. Und dass man Frau Leubel als Zeugin brauchen würde. Ich habe sie angerufen. Sie können sich vorstellen, wie das hier eingeschlagen hat. Frau Queen ist eine langjährige Kundin von mir. Bitte. Danke. Wer hat Frau Queen bedient? Ich selbst. Solche Kundinnen werden nur von mir bedient. Entschuldigen Sie bitte, Frau Haupt, das klingt vielleicht ein bisschen indiskret. Aber hat Frau Queen mit Ihnen über private Dinge gesprochen? Private Dinge? Über Ihren Mann vielleicht. Ist die Beantwortung dieser Frage wichtig? Sie könnte wichtig sein. Ich beantworte sie ungern. Ich sprach mal mit ihr über meinen Mann. Ich bin geschieden, wissen Sie? Sie sagte, auch meine Ehe ist ein Fehler, ein großer Fehler. Man glaubt, einen Menschen zu kennen und stellt fest, dass er einem ganz unbekannt ist. Ja, dass er schrecklich ist. Das sagte sie schrecklich? Ja, ich erinnere mich genau, weil es mich so erschüttert hat. Sie sagte, er ist schrecklich. Gab es ja eine nähere Erklärung? Nein. Wir genierten uns beide, über so private Dinge gesprochen zu haben. Es war uns peinlich. Ich verstehe. Übrigens, wann kommt denn Frau Leubel zurück? Es hat sich schon jemand nach ihr erkundigt. Ja, wer hat sich denn nach ihr erkundigt? Jemand von der Polizei. Er fragte, wie es ihr geht und wo sie sei. Von der Polizei? Hat er seinen Namen gesagt? Nein. Er sagte nur, dass er ein Protokoll aufnehmen müsse und fragte nach ihrer Anschrift. Haben Sie die ihm gegeben? Ja, natürlich. Oder hätte ich das nicht sollen? Entschuldigen Sie bitte, wir haben es jetzt sehr eilig. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was wollen Sie? Guten Tag, Herr Leute. Können wir mal reinkommen? Ja, wenn es sein muss. Er ist wieder voll. Bitte. Herr Leubel, haben Sie irgendjemanden gesagt, wo Ihre Frau ist? Nein, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. War jemand hier? Hat jemand danach gefragt? Nein, ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo meine Frau ist. Also hat jemand danach gefragt? Ja, aber ich habe gesagt, auch wenn Sie von der Kripo sind, ich darf es nicht sagen. Von der Kripo? Hat er gesagt, ich bin von der Kripo? Ja, das hat mich ja auch gewundert. Er hat gesagt, ich werde die Schnauze schon aufmachen und dann hat er die Tür zugeschmissen. Können Sie den Mann beschreiben? Ja, wie er aussah, war er groß, klein, hat er dunkle, helle Haare. Was hat er denn angehabt? Angehabt? Wann war der Mann hier? Vor ein paar Minuten. Komm. Ja, bitte.
Ach, Herr Derrick. Was gibt's denn? Ja, es ist schon in Ordnung, Herr Queen. Das hat sich schon erledigt, danke. Augenblick. Na, er ist da, er kann es nicht gewesen sein. Harro Brückner. Herr Queen, ist Harro Brückner da? Kann ich ihn mal sprechen? Harro Brückner? Moment, da muss ich mal fragen. Sie wollen wissen, wo Harro ist. Ich lasse gerade nachfragen, ob er im Haus ist. Harro, Telefon für dich, Herr Derrick. Ja, Brückner hier. Schon gut, danke, hat sich erledigt. Auch nicht. Wollte nichts von mir. Absolut nichts. Sagt, es hat sich erledigt. Na, dann ist ja gut. Von uns hat niemand bei Frau Haupt angerufen und es war auch keiner bei Leubel. Wir tun doch nichts ohne Ihre Anweisung. Wenn der Anruf bei dieser Modetante nicht gewesen wäre, dann würde ich sagen, der Leubel, er spinnt sich was zusammen in seinem Dauersuff. Da fehlt nur noch, dass wir dem jetzt auch noch einen Bewacher in die Wohnung setzen müssen. Vielleicht liegen wir bisher ganz falsch mit unserem Verdacht. Sie meinen, wir haben es mit dem großen Unbekannten zu tun. Quizfrage. Wer spuckt uns da in die Suppe? Wie geht's ihr? Sie schläft. Sie schläft wie eine Tote. Ist irgendwas passiert inzwischen? War jemand an der Tür oder am Telefon? Nein, niemand. Keine Angst. Es passiert ihr hier nichts. Ihre Polizistin hat mir gerade erzählt, was sie so alles erlebt hat. Ich sage Ihnen, der Abend verging wie im Fluge. Ach, also wirklich nochmals, keine Sorge. Sie haben es hier mit zwei Frauen zu tun, auf die Sie sich unbedingt verlassen können. Kann der Mörder erfahren haben, wo sich Frau Leubel aufhält? Ja, das ist möglich. Tatsache ist jedenfalls, dass er es versuchte. Beruhigen Sie sich, Frau Leubel. Sie haben nur geträumt. Sie brauchen keine Angst zu haben. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt. Frau Leubel, können Sie sich jetzt erinnern? Nun streng dich doch mal an, Anneliese. Schon gut. Es ist nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm. Nicht verzweifeln. Augenzeugen erinnert sich nicht, im Schock Gedächtnis verloren. Eine Frau kennt den Mörder, kann ihn aber nicht beschreiben. Wie kann es zu solchen Meldungen kommen? Die Nachbarn von Frau Queen haben ja alles mitbekommen. Vielleicht sind die der Presse in die Hände gefallen. Du weißt, was das heißt. Mhm. Der Mörder weiß, dass er jetzt eine Chance hat. Ja, hätte ich das nicht sagen sollen. Und die Reporter haben mich gefragt und ich habe es ihnen gesagt. Also, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, sind sie mir nicht böse, aber dann ist es ihre Schuld. Sie hätten mir sagen müssen, dass ich den Mund zu halten habe. Du und den Mund halten? Das wäre ja das erste Mal. Bitte, bitte. Schon ja. Gut, schon gut. Ich mache Ihrem Mann gar keinen Vorwurf. Aber jetzt sagen Sie mir, wem Sie die Auskunft gegeben haben. Nur gestern den Reportern. Ah ja, richtig. Heute in der Früh hat ein Mann angerufen. Der hat sich alles genau erzählen lassen. War das auch ein Reporter? Nein. Den Eindruck habe ich nicht gehabt. Er hat nur gesagt, er hätte gerade die Zeitung gelesen und der Bericht hätte ihn so bestürzt. Was wollte er wissen? Was er wissen? Ja, er hat gesagt, da war doch sicher ein Arzt dabei. Was der denn gesagt hat? Also über die Chance, dass ihr die Erinnerung zurückkommt. Leubel, wenn der Geld für Alkohol kriegt, dann macht er alles.
hol einen Arzt, Harry. Im Haus gibt es sicher ein Telefon. Herr Leubel, haben Sie jemandem gesagt, wo sich Ihre Frau aufhält? Haben Sie es gesagt? Hätte mich das sonst erwürgt. Ich komme sofort zurück. Seien Sie vorsichtig. Wenn es ein Mann ist, der sagt, er sei von der Kripo, ziehen Sie die Pistole. Ja, ist gut. Der Arzt kommt gleich. Bei Frau Leubel ist alles in Ordnung. Trotzdem fahr jetzt mit in die Wohnung. Der Mörder wird an Sie ran wollen. Nimm den Wagen, ich gehe rauf zu Leubel. Bitte. Danke. Guten Morgen, Herr Derek. Guten Morgen, Herr Queen. Ich habe schon versucht, Sie zu erreichen. Hat man Ihnen das ausgesprochen? Nein, ich war unterwegs. Bitte. Dankeschön. Haben Sie die Zeitung heute Morgen gelesen? Ja. Die Frau hat ihr Gedächtnis verloren. Kann sich nicht erinnern. Im Moment nicht. Der Schock, nicht? Aufregung. Wahrscheinlich, ja. Glück für den Mörder, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Wissen Sie, ich hatte mich gestern schon gewundert. Ich fragte mich, warum sind Sie so schweigsam, was diese Frau betrifft? Ist doch schließlich eine Augenzeugin und die wird einfach so übergangen. Jetzt weiß ich natürlich, warum. Ich hoffe, das beruhigt Sie. Ja, gibt es denn etwas Neues? Ist der Schmuck vielleicht wieder aufgetaucht? Nein. Haben Sie mich deshalb angerufen? Ja. Ich habe inzwischen zusammenstellen lassen, was der Schmuck wert ist. Etwa 250.000 Mark. Oh. Wenn Sie ein Motiv suchen, das ist eins. Ich weiß, dass Ihre Fantasie weit ausgeholt hat. Sie hat mich nicht ausgenommen, bitte. Ich habe das akzeptiert. Wenngleich ich es makaber fand, mich als Mörder zu verdächtigen. Wo waren Sie heute Morgen? Können Sie mir lückenlos sagen, wo Sie sich aufgehalten haben? Sie haben Ihren Verdacht immer noch nicht aufgegeben. Bitte beantworten Sie meine Frage. Ich war die ganze Zeit über hier in diesem Büro. Frau Schenk. Ja, bitte. Es wird gefragt, wo ich gewesen bin heute Morgen. Und zwar lückenlos. Können Sie Herrn Derek etwas darüber sagen? Herr Queen war den ganzen Tag in seinem Büro. Und vor meinem Büro sitzen 50 Angestellte, die mich alle sehen können, wann ich komme und wann ich gehe. Ja, danke, das genügt. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Sind Sie wieder unterwegs? Ja, ständig. Ich habe es auch gelesen in der Zeitung. Sind Sie deswegen hier? Was haben Sie gelesen? Naja, dass Ihre Zeugin einen Gedächtniskollaps hat. Oh ja. Kann ich Sie mal sprechen? Ja, sicher. Wollen wir in die Halle gehen? Gerne. Sind Sie mit Herrn Queen befreundet? Befreundet? Was ist das, Freundschaft? Heutzutage gibt es dieses Wort nur im Zusammenhang mit Interessen. So. Na, ich habe nichts dagegen, wenn Sie es so auffassen. Also, haben Sie gemeinsame Interessen mit Ihrem Chef? Nicht sehr viele. Wie ist denn das Verhältnis Ihrer Schwester zu Herrn Queen? Ja, warum fragen Sie das mich? Na gut, also, sie ist die Chefsekretärin in diesem Laden und bewundert ihren Chef. Na ja, das tun wohl viele Sekretärinnen. Ist offenbar sowas wie eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. So, sie bewundert ihn. Würde sie auch für ihn durchs Feuer gehen? Wenn Sie sich bei der Frage nichts gedacht haben. Ja, das tut sie. Wo waren Sie heute Morgen? Ja, ein paar Kundenbesuch. Und schreiben Sie mir mal bitte auf, wo Sie überall gewesen sind. Ich werde es überprüfen. Ja, warum denn? Ist wieder was passiert? Sagen Sie mal nichts, mal sehen, ob ich drauf komme. Ist was mit Ihrer Zeugin? Hat man die jetzt vielleicht auch umgebracht? Nein, sie lebt noch. Noch, Herr Brückner. Ja, das stößt mir jetzt erst auf. Der Mörder hat die Zeitung ja auch gelesen. Für den gibt's doch jetzt nur eine Möglichkeit, sich Ärger vom Hals zu schaffen. Richtig? Ja, das ist richtig. Herr Derek,
Wenn Sie Fragen an meine Angestellten haben, dann werde ich ja wohl noch wissen dürfen, um was es sich handelt. Darf er? Ja. Ich soll aufschreiben, wo ich überall war heute Morgen. Wo steckt denn die Dame eigentlich? Können Sie Herrn Brückner mal für eine Stunde entbehren? Wozu? Was haben Sie mit ihm vor? Meine Frage ist eigentlich nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Bitte? Sie sind Polizist. Sie dürfen ja alles. So, bitte. Nach links, bitte. Kommen Sie. Was meinst du mit der Kanone? Warten Sie hier. Na ja, stecken Sie das Ding ruhig weg. Ich habe nicht mal ein Taschenmesser bei mir. Wie geht es Ihnen, Frau Leubel? Kopfschmerzen. Ach, Sie denkt zu viel nach. Das sollen Sie nicht. Nicht bewusst, nicht mit Anstrengung. Aber Sie warten doch darauf, dass ich mich erinnere. Ja, sicher. Nur sollen Sie sich nicht anstrengen. Frau Leubel, ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Vielleicht mute ich Ihnen etwas zu viel zu. Bitte kommen Sie. Menschenskind, jetzt hören Sie aber mal. Was ist denn los? Was für ein Gesicht machen Sie denn? Ich tue Ihnen doch nichts. Wie benimmt sich denn die Frau? Die tut das so, als würde ich sie umbringen. Jetzt hören Sie mal zu. Ihr Gedächtnis spielt Ihnen wohl andauernd Streiche, was? Sie ziehen doch hoffentlich keine falschen Schlüsse aus Ihrem Verhalten. Nein. Er ist es nicht. Habe ich ja Schwein gehabt, was? Wenn ich mir vorstelle, wie leicht man in Teufels Küche kommen kann. Kommen Sie, setzen Sie sich. Es ist alles in Ordnung. Sehen Sie, wir machen schon Fortschritte. Ihre Erinnerung kommt wieder. Sie wissen jetzt immerhin schon, dass es jemand nicht war. Also Sie war das. Sie hat das Paket abgeben wollen. Wollen Sie die blauen Flecke an Ihrem Hals sehen? Nein, nein, ist schon gut, ich glaub's ja. Wissen Sie, das ist was anderes, wenn man jemanden vor sich sieht, von dem man gehört hat, gelesen hat. Mhm. Und sieht nun so aus, wie ein Huhn. Ist doch ein armes Huhn. Ja. Sie soll sich hinlegen, bitte. Ja. Kommen Sie, Vater. Ist ganz schön gemein, was man mit dieser Frau gemacht hat. Ich verstehe das nicht. Ist ja vollkommen hilflos. Ja, bleibt festzuhalten, sie hat mich nicht erkannt. Damit kann ich wohl gehen. Harry, bring Herrn Brückner bitte hinaus. Moment, bitte. Ich habe Ihre Adresse noch nicht und Ihre Telefonnummer. Haben Sie die Adresse meiner Stiefschwester? Wenn Sie die haben, haben Sie beides. Ich wohne bei ihr. Reicht das? Ja, das reicht. Wer bewundert, liebt vielleicht auch. Vielleicht hat Queen sogar ein Verhältnis mit der Schenk. Was dann? Dann würde der Verdacht, dass Queen hinter dem Mord stecken, umso stärker. Auch die Rolle, die ihr Stiefbruder dabei spielt. Nein, aber er war es nicht, Harry. Frau Leubel hat ihn nicht erkannt. Ja, und wenn er der geheimnisvolle Unbekannte ist, unser Kollege von der Kripo, der Anrufe der Leubel zusammenschlägt. Das glaube ich nicht. Dazu hat er viel zu viel Mitgefühl. Und außerdem ist er gar nicht der Typ. Aber? Bitte fahr mit ihm hin, stell ihn Leubel gegenüber. Vielleicht hat er einen lichten Moment. Vielleicht ist er aber auch so besoffen, dass er nicht mal mehr dich erkennt. Guten Abend, Frau Schenk. Guten Abend. Ich hätte gerne noch einmal mit Ihrem Stiefbruder gesprochen. Ist er da? Nein. Was wollen Sie denn noch von ihm? Jetzt steht doch fest, dass er nicht der Mörder ist. Das wollten Sie doch wissen, oder? Wo ist Ihr Bruder? Ausgegangen. Vielleicht ist er unten in der Diskothek gleich nebenan. Danke. Ach, Moment. Ich habe noch eine Frage an Sie. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich so direkt frage. Bitte. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Chef? Gibt es eine persönliche Beziehung? Direkt gefragt, lieben Sie ihn? Guten Abend, Frau Schenk.
kommen Sie denn hierher? Habe ich Sie immer noch im Nacken? Tut mir leid. Schauen Sie, ich bin müde und Sie sind auch in keiner sehr guten Verfassung, was? Hm? Nein, bin ich wirklich nicht. Sie sind gut. Sie haben mich mit einem Mord in Verbindung gebracht. Stell mich dieser Frau gegenüber und dann noch Ihrem Mann. Davon muss man sich doch erholen. Ich bin immer noch der Meinung, dass Sie etwas dazu sagen können. Ich? Ja, kann ich ein Bier kriegen, bitte? Ich kann nichts dazu sagen. Herr Queen ist der große Gewinner bei dem Mord. Gewinner? Ja. Morgen sollte der Termin bei dem Notar sein. Und der hätte ihn erheblich ärmer gemacht. Na und? Na, er ist der Gewinner. Und natürlich Ihre Stiefschwester. Was wollen Sie damit sagen? Sie trauen ihr doch keinen Mord zu. Na, ihr nicht. Er wäre Queen. Und der Gedanke, dass sie davon weiß, ist doch gar nicht so abwegig, ne? Haben die beiden nicht ein Verhältnis miteinander? Meinst du mich doch nicht? Ich krieg noch einen. Sagen Sie mal, haben Sie ihr gesagt, wo Sie Frau Leubel getroffen haben? Ja, warum? Soll ich das nicht? Erinnert sich denn diese Frau immer noch nicht, wer sie überfallen hat? Nein. Komischer Fall, was? Oh ja, sehr komisch. Wir können sie nicht immer unter Polizeischutz stellen. Das ist das Problem. Der Mörder braucht nur zu warten. Er wird schon seine Chance bekommen. Rechnen Sie er muss damit, es tun, er muss es tun. Er muss den Mordzeugen beseitigen. Hören Sie mal. Muss es tun, muss beseitigen. Sie sprechen von Mord. Ich kann Ihnen nicht helfen. So schlimm wird es wohl auch nicht werden. Und wenn es so schlimm wird, was dann? Sagen Sie. Ja? Warum suchen Sie eigentlich nicht nach dem Schmuck? Spielt der so gar keine Rolle bei Ihnen? Oh doch, die Theorie haben wir auch schon aufgestellt, dass ein bestellter Mörder mit dem Schmuck bezahlt wurde. Und was halten Sie von Ihrer Theorie? Frage ist, was halten Sie davon? Mann, Sie machen mich vielleicht fertig. Das sind doch nur Vermutungen. Ich kann Ihnen einen Vorschlag machen, wie aus der Vermutung vielleicht gewissert wird. Kommen Sie. Ich rufe dich gleich zurück. Hat dich der Kriminalbeamte erreicht? Ja, hat er. Ich habe mit ihm gesprochen. Was wollte er denn? Eigentlich wollte er sich nur entschuldigen. Wofür? Ja, immerhin hat er mich für den Mörder gehalten. Aber das hat sich doch erledigt. Erledigt? Wie du sowas abtust. Stellt mich dieser Frau Leubel gegenüber. Das ist mir in den Nieren gegangen, das hat er gemerkt. Ja, das glaube ich schon. Diese Frau da, das ist ein ganz armes Ding, Hannah. Die hat den Mordversuch immer noch nicht verkraftet. Das ist ihr in die Seele gefahren, wie ein Schlag mit einem Beil. Sie hat mir irrsinnig leid getan, wie ich sie so sah. Das ist eine arme Person. Irgendwie ein Nichts von einem Menschen. Nur geboren, um Leid zu tun. Naja, man bringt sie heute Abend zurück in ihre Wohnung. Man glaubt nicht mehr, dass sie sich erinnert. In ihre Wohnung zurück? Naja, dahin, wo sie hingehört. Vielleicht erinnert sie sich da an den Mörder. Heute Abend? Spreche ich nicht deutlich? Ja, Derek? Ich glaube, Sie haben recht. Hannah,
Sie hatte es plötzlich ziemlich eilig. Nein. Sie hat mir nicht gesagt, wohin. Herr Brückner! Kann ich mit Herrn Queen sprechen? Nicht da. Wohin? In die Stadt? Danke. Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären. Aber ja, aber gehen Sie mit meinen Kollegen in den Nachbarraum. Was ist denn mit meiner Frau? Kommen Sie bleiben hier. Ist denn was passiert? Nein, ist alles in Ordnung. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Nichts ist in Ordnung. Kommen Sie, Leute. Bei uns gibt es auch was zum Trinken. Ja. Also dann. So, und jetzt verraten Sie uns mal, wer Sie sind. Name, Adresse, alles interessant für uns. Was ist denn hier los? Ich mache hier einen harmlosen Bruch. Name, und Sie... sage ich, Name und Adresse. Ich habe hier seinen Führerschein. Walter Bursbach heißt er. Berger. Ja? Kommen Sie rüber mit ihm. Verstanden. Kommen Sie. Das ist er. Der war hier. Hat sich als Kripo ausgegeben, mich zusammengeschlagen. Na, Herr Kollege, was sagen Sie dazu? Scheint doch ein bisschen mehr drin zu sein als nur ein harmloser Bruch. Sie bleiben jetzt ganz ruhig. Was ist denn? Irritiert Sie der Anblick von Herrn Bursbach? So, der ist hier zu Hause. Was machen Sie hier? Worauf haben Sie hier gewartet? Ich werde es Ihnen sagen. Sie wollten hören, die Frau Leubel, die wird nun nicht mehr aussagen können. Drücken wir uns mal so aus. Eine Umschreibung für einen Mord, auf den Sie gewartet haben. Sie und Herr Queen. Queen? Wer ist denn das? Sie werden doch wohl Ihren Auftraggeber kennen. Sie sind ja verrückt.
Ich habe Ihnen vorhin im Auto gesagt, wer mich zu diesem Mord angestiftet hat. Diese Frau und sonst niemand. Was war Ihr Preis? Na, Sie machen doch sowas nicht umsonst. Das war mein Preis. Stimmt das, was er sagt? Weiß Herr Quinn nichts von diesem Mordauftrag? Sagen Sie mal, wollen Sie einen Mann belasten, der möglicherweise von all dem nichts wusste? Der vielleicht völlig unschuldig ist? Einen Mann, der Sie liebt. Lieben Sie ihn? Er ist unschuldig. Er hat nichts gewusst. Gar nichts. Ich wollte, dass die Fabrik und das Vermögen ihm gehört, bevor sie ihm alles wegnimmt. Seien Sie mal nicht so edel, das passt gar nicht zu Ihnen. Sie haben die Frau doch gehasst. Sie wollten nicht nur Ihren Mann, Sie wollten auch das Vermögen. Ich nehme Sie beide fest. Sie wegen Anstiftung zu bezahlten Mord. Und Sie wegen vollendeten Mord und schwerer Körperverletzung. Frau Leubel, sehen Sie sich das Foto mal an. Das ist es.